Servus, meine Freunde. Heute wird wieder gearbeitet. Ha! So, also ist jetzt Zeit, dass wir da mal Ordnung reinbringen in den Haufen. Ich weiß bloß noch nicht, wie ich die Kamera am besten hinstelle, damit ich es auch nicht umschmeiße. Ich lasse das Ding jetzt einfach mal laufen. Ha, viel Spaß beim Film. Ne? Das war jetzt ein hartes Stück Arbeit, bis das erst einmal draußen ist. Und noch schlimmer ist es, wenn das wieder reinkommt. Aber jetzt zerlegen wir es einmal gar. Sonnenklar. So, kleiner Rückgang. 5,5 Stunden später schaut es jetzt so aus. Also das ist echt der Hammer. Und es ist bloß ausgeräumt. Das Regal habe ich auch gleich mitgemacht. Die ganze Ecke da drüben auch noch. Die Reifen braucht eh kein Mensch mehr. Aber da stören sie mich jetzt hoffentlich nicht. So, wie schaut es jetzt draußen aus? Das gehört auch alles aufgeräumt. Aber so schaut es jetzt draußen aus. Schaut euch den Krempel mal an. Das wird dann alles einsortiert, was nicht braucht. Ich habe eh schon viel weggeschmissen. Das ist der Burner, was da rumsteht. Da wird schon geschürt. Das ist das Holz, was weg muss. So schaut es momentan aus. Und jetzt hole ich hier mal den ersten Balken und zelebriere den da rein. Eigentlich möchte ich schon feiern machen. Auf geht's zur zweiten Stütze und die Stützen sind immer das zeitaufwendigste. Natürlich keine Eisenwinkel. So, kleiner Fehler am Rande, das ist mir jetzt gerade aufgefallen, das muss man aber jetzt ändern, später geht es nicht mehr. Ich wollte doch eigentlich die Balken da oben drauf legen, jetzt habe ich natürlich erst einmal gemessen, wie lang sind die anderen Balken. Das heißt, die anderen Balken sind ja genauso lang wie die und die hören ja da auf. Das heißt, den vorderen, den hinteren Balken um 10 cm kürzen und dann passt es. Ne? Weil da haben wir 8 cm Balken, auf der anderen Seite 8 cm, dann passt es. Also. Das war's. Mehr war's gar nicht. Und jetzt schrauben wir's hin. Das sind nicht einmal 10 Minuten Arbeit, meine Freunde. Aber die nächsten 40 Jahre beruhigt das Balkenlager-Zeug da. So.
jetzt sehen können, dann denken, der Mensch ändert seine Meinung. Ich habe jetzt da ganz einfach den Restbalken, wenn ich den draußen wohin schlicht, mache da zusammen im Laufe der Zeit. Jetzt habe ich da reingeschraubt. Wenn man braucht, kann man rausschrauben und kann das ändern. Und den anderen Balken habe ich auf der anderen Seite oben reingeschoben ins Hochregal. Also so schimpfe ich das. Und da kommen jetzt die anderen Bauplatten drauf und dann sind wir da auch schon fertig. Dann können wir einräumen. Menes, es ist soweit. Männer, ich habe die Schlussfrequenz vergessen von unserem Regal. Da, jetzt ist aber auch schon wieder fast zu spät. 3 Jahre später ist natürlich wieder Zugmüll, ist ja ganz klar. Also es ist wirklich schön geworden. Ich habe da hinten normalerweise im Sommer die komplette Bettwäsche drin liegen. Und wenn die weg ist, also in diesen Kuftern, wenn die weg ist, dann müsste ich schon wieder mit was anderes dazu machen, mit ein bisschen Bauarbeiten wieder. Aber den Film, den kriegt ihr in 2 Jahren. Jo, vielleicht auch früher. Und was man halt jetzt dann wieder ein bisschen ist, ein Werkzeug da hat, ne, ein bisschen ausclean, fahrbaren Schubkern, ein bisschen neue Wasserleitung. Ja, und dann sagen wir, dass ihr, Dankeschön, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Und Daumen hoch nicht vergessen, bei den neuen Aktionen wieder einschalten, nicht vergessen. Ja, liken nicht vergessen, ihr wisst ja selber. Also, Servus, bis zum nächsten Film. Euer Herbert, ciao.